difícil todavía porque ha dicho, y cito textualmente, que la historia demostrará que Bush ha sido un grandísimo... ¡Cheta! No te vengas arriba tú ahora, lo pensamos todo, pero estamos en horario infantil, Ana, por Dios. No, no, no voy a decir lo que estabas tú pensando, ¿eh? Venga, venga. No, además lo que piensas tú, lo piensan, pues no sé cuánto, cuatro, cinco mil millones de habitantes, sí, de todo no el planeta. Más, más. Nada, cuatro gatillos. Silvio Berlusconi no ha dicho que ha sido un grandísimo, sino un grandísimo presidente. Hombre, pues claro que sí, comparado con él lo ha sido, efectivamente. ¿Y eso dónde lo ha dicho? ¿En la Noria? ¿En dónde está corazón? No, lo ha dicho, no, no, lo ha dicho en Casa Blanca, ¿eh? Ahí con dos Berlusconis. Eso sí, lo ha dicho a la hora de los brindis. Será muy difícil trovare un altro uomo idealista, coraggioso, come il nostro Giorgio. Questo è ciò che può fare il troppo amore. Bueno, oye, lo diría porque iba ya un poquito pedo por el exceso de amor, que eso me ha pasado mucho a mí lo del exceso. Y encima la echa encima y todo, George, le tienes a punto de caramelo. Es el momento de llevarle al despacho Oval. No, hombre, no, no. ¿No? Esto que ha dicho, pues porque los dos son de la misma cuerda, de la cuerda con la que colgaron a Saddam Hussein. Buonasera a tutti. Aujourd'hui da antipasti e fascisme, je vous propose la recette de la liberté d'expression. Alors bon, vous prenez des spaghetti, l'eau bouillante, 5 litres, comme ça, à côté la sauce tomate, 300 grammes de tomate fraîche. Ah. Et voilà, molto facile. Et surtout, la louche, très important pour la suite, il faut être bien esquipé. Mais on n'en est pas là encore. Ensuite, sur le côté, faites bouillir de l'huile piquante. 4 litres. Attention, il faut l'huile elle est très chaude, que ça bouille bien. Et voilà. Pendant que ça mijote, on passe de l'autre côté, là où il est les journalistes. Et tu écoutes la question. Monsieur Berlusconi, comment peut-on parler de liberté d'expression quand on détient la totalité des médias? Et là, attention, il est une chose très importante. Les gestes, il est très important à faire bien. Collez un grand coup dans sa gueule. Là. Voilà, comme ceci. Maintenant qu'il baigne dans le sang, versez l'huile bouillante dans sa bouche de mal élevé qui pose des questions. Voilà, comme ça. Ah, les paquets sont prêts. Comme ça, tu peux les manger tranquille sans que personne ne te casse les oreilles. Et vous pouvez les faire chez vous. Silvio Berlusconi, le pire de l'Italie. Im Leben, denn hier ist ja nun endlich wieder der neue Extra 3 Podcast. Ein kleiner Italiener mit Glatze, ja das bin ich. Ihr dachtet, ich hab fertig, doch das hab ich noch lange nicht. Ich hab zwar keinen Plan, doch ein schönes Gesicht. Politik ist Entertainment, alles andere juckt mich nicht. Und mein kleiner Italiener ist geliftet, so wie ich. Bescheidenheit und Anstand braucht in Italia keine Sau. Ich mach auch dicke Hose, das mag auch diese Frau. Ja, mit 20 Strafverfahren müsste ich eigentlich in den Knast. Doch ich mache die Gesetze, wie es mir halt grad so passt. Ciao ragazze. In meinen Tittensendern läuft das, was dem Volk gefällt. Deswegen hat Italia mich auch schon dreimal gewählt. Bei Krisen und Problemen bin ich der starke Mann. Das Konzept heißt Wischiwaschi, ich grins alle fröhlich an. Mein Gesicht ist so geliftet, dass ich gar nicht anders kann. Ihr Nörgler in Europa, die blauen Briefe les ich nie. Die kommen zu den anderen.
Herren im schönen Napoli. Präsident, meine Damen und Herren, ich wende mich zunächst an den Kollegen Pöttering. Der Kollege Pöttering hat in geradezu euphorischer Form die Kompetenz auf der Ratsbank, die aus Italien hier angereist ist, gelobt. Berlusconi, Fini, Frattini, Buttiglione. Ich hatte Angst, er kommt noch mit Maldini und Del Piero und Garibaldi und Cavour. Aber einen hat er vergessen, Herr Pöttering, nämlich den Herrn Bossi. Das ist auch ein Mitglied dieser Regierung. Und die kleinste Äußerung, die dieser Mann macht, ist schlimmer als alles, wo dieses Parlament Beschlüsse gefasst hat gegen Österreich und die Mitgliedschaft der FPÖ in der österreichischen Regierung. Über den müssen wir dann ja auch mal reden. Und Sie sind nicht verantwortlich, Herr Ratspräsident, für den Intelligenzquotienten Ihrer Minister. Aber verantwortlich für das, was die sagen, sind Sie schon. Und die Äußerungen von Bossi, Ihrem Minister, was die Einwanderungspolitik, die Sie ja in Ihrer Rede erwähnt hat, angeht, diese Äußerungen sind in keinster Weise vereinbar mit der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Sie sind als Ratspräsident aufgefordert, diese Werte zu verteidigen. Dann verteidigen Sie diese Werte gegen Ihren eigenen Minister. Und ich will ein Wort aufgreifen, das der Kollege Di Pietro hier genannt hat. Der Virus des Interessenkonfliktes, hat er gesagt, darf nicht auf die europäische Ebene gehoben werden. Ja, da hat er recht. Und jetzt ist man hier in diesem Haus seit Tagen immer in der schwierigen Situation. Wenn man über die italienische Ratspräsidentschaft redet, dann heißt das immer, ja, du seid vorsichtig, dass ihr den Berlusconi nicht kritisiert wegen dem, was der in Italien tut. Denn das hat ja hier im Europaparlament nichts verloren. Ja, wieso ist Italien nicht Mitglied der Europäischen Union? Natürlich hat das hier was verloren. Und ich sage Ihnen, warum. Was Sie als Premierminister Italiens machen, da sind die Kolleginnen und Kollegen des italienischen Parlaments gewählt, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Aber was Sie als Präsident des Rates tun, dafür sind wir zuständig. Und dann sage ich Ihnen, Sie haben über den Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts geredet, über den Tampere-Prozess. Da haben Sie einen Begriff verwendet, Europol. Aber drei Begriffe, die haben Sie nicht verwendet. Und daran will ich Sie erinnern. Und die will ich Sie, dann will ich Sie nachfragen, ob Sie bitte zu diesen drei Dingen etwas sagen können. Was gedenken Sie zu tun zur Beschleunigung der Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft? Was gedenken Sie zu tun zur Beschleunigung des Inkrafttretens des europäischen Haftbefehls? Und was gedenken Sie zu tun bei der gegenseitigen Anerkennung von Dokumenten in grenzüberschreitenden Strafverfahren? Da hätten Sie übrigens in Ihrem eigenen Land ein bisschen Reformbedarf, was die Dokumentenechtheit angeht. Wenn Sie im eigenen Land eine Reform durchführen, könnte nämlich der europäische Haftbefehl viel schneller in Kraft treten. Ich bin fertig, Herr Präsident. Ich freue mich trotzdem, dass Sie heute hier sitzen und ich mit Ihnen diskutieren kann. Das verdanken wir nicht zuletzt Nicole Fontaine. Denn wenn Nicole Fontaine es nicht so gut geschafft hätte, die Immunitätsverfahren Berlusconi und Dell'Utri, ihres Assistenten, der heute ausnahmsweise mal anwesend ist, so lange zu verzögern, dann hätten Sie die Immunität, die Sie brauchten, nicht mehr besessen. Auch das ist eine Wahrheit, die an diesem Tag hier gesagt werden darf. Mailand hat sehr viele Kunstschätze, sehr schöne Museen. Es gefällt uns sehr gut. Man in Deutschland über Italien, über die politische Situation in Italien, was sagen Sie alle über diese... Ja, das weiß ich auch nicht so ganz, aber... Im Fernsehen? Ja, man... vermutet, dass Berlusconi wieder das Rennen macht und er ja doch ein Rechtsextremist sei. I think Berlusconi can control the media because he owns so many televisions. But I think it's maybe unequal to other candidates. Thing which he's not supposed to be able to influence in any way, so it does surprise me. I doubt if an American politician with that kind of ownership could be elected. Non credo che Berlusconi si goda tanta importanza in Austria. E democraticamente non è buono, certo. Non